Okay. Dann kommen wir eben doch vom Gericht. Was ja eigentlich auch die Wahrheit ist. Zur Was Hälfte. nun? So. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Wir kommen vom Gericht. Wir repräsentieren das Gesetz. Wollen Sie etwa gegen das Gesetz verstoßen? Nein. Aber ich will auch nicht gegen Kit Tennants Gesetz verstoßen. Und er hat mir befohlen, hier zu bleiben, bis er mich gehen lässt. Entschuldigung. Ein andermal. Okay, wir zeigen ihm jetzt den Hut. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Oh mein Gott. Was nun? Was nun? Da. Inventar. Arthur Thut. Den bekommt er zurück, nachdem er die Vorladung von mir erhalten hat. Gut, dann die Vorladung. Wo ist er denn jetzt? Ach nee, oder? Oh, das ist ja blöde gemacht. Jetzt muss ich den wieder. Das okay. Ist nicht nötig. Arthur ist schon da. Ich sehe ihn aber nicht. Na, schwenkt die Kamera auch wieder. Ach! Kann mich hier jemand veräppeln? Nein! Ach Junge, jetzt habe ich doch nur 2 Sekunden gebraucht. Oder muss ich so oft klingeln, bis er runterkommt? Das könnte auch sein, dass die da sich dauernd so verstecken. Aber ich meine, was nun? Zeitspanne, bis er das sagt, ist ja echt enorm lang. So, mein Freund, hier. Was glaubst du, was du da tust? Ihm die Vorladung zu werfen. Das geht nicht. Du musst sie ihm geben. Okay. Wenn wir jetzt einfach warten? Ja, das macht auch keinen Sinn. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Paket für Sie, genau. Wir haben etwas für Sie. Es ist ein Vorteilsabonnement für das Fachblatt der Buchhalter. Er wird nicht rauskommen, wenn er unser eigentliches Anliegen kennt. Oh, in Ordnung. Ich bin nicht interessiert und außerdem lässt mich mein Boss nicht aus dem Zimmer. Entschuldigung, ein andermal. Meine Güte. Das kann sich ja nur noch um Jahre handeln. Können wir mit irgendetwas anderem hier interagieren? Da kommen wir nicht rein, das ist geschlossen. Da ist die... Ja, da geht's nicht mehr weiter von der Map her. Okay... Hier kommen wir auch nicht rein. Da nichts, da nichts. Ah, da ist dann auch Ende. Kann ich helfen? Vergiss es einfach. Okay, so geht das natürlich auch. Kann unser Hund helfen. Eigentlich Docs Hund. Danke, dass du uns hierher gebracht hast. Ab hier kommen wir allein zurecht. Ja, sehr schön. Ja, wir kommen hier allein zurecht. Am Arsch hängt der Hammer. Was nun? Nun werden wir uns in Geduld üben und warten auf den richtigen Zeitpunkt. Wir warten. Ja, und warten noch ein Stückchen länger und... Nee, also Klingelstreichspiel nutzt bei ihm... Wer nervt, bekommt es mit Kit zu tun. Das könnte vielleicht doch... die richtige Lösung sein. Wer weiß das schon? Was nun? Nun warten wir erneut. Auf, dass du jetzt bitte runterkommst. Komm schon, komm runter, bei Fuß, komm. Die hinten durch die Türe hinaus und dann hier einfach zur Türe heraus. Wie wär's? Wer nervt, bekommt es mit Kids. Okay, Klingelschrei spielen bringt auch nichts. Ich bin gerade echt überfragt. Ja, du brauchst etwas aus dem Stadtzentrum, damit Arthur rauskommt. Du brauchst etwas aus dem Stadtzentrum? Okay. Und wie komme ich jetzt wieder in das Stadtzentrum, wenn ich was so blöd fragen darf? Ja, was aus dem Stadtzentrum? Was haben wir denn eigentlich alles? Wir könnten ihm das Bild zeigen. Höchstens noch. Vielleicht so. Ah, das haben wir nicht aus dem Stadtzentrum. Das haben wir ja aus der Zukunft mit hergebracht. Der Hut ist nicht.
und Artus Vorlage. Können wir Sachen miteinander kombinieren? Das würde mich jetzt... Nein, geht nicht. Okay, das hat sich ja dann schon relativ schnell erledigt. Und das bringt es auch nicht. Das habe ich schon getan. So sind wir hier gelandet. Ja, ich weiß. Okay, von den Gesprächsoptionen her auch nicht. Aber wir haben doch nur die zwei Sachen aus dem Stadtzentrum. Mehr haben wir doch gar nicht. Ich komme hier nicht zurück. Arthurs Hut kriegt er erst nach der Vorladung. Die Vorladung selber dürfen wir ihm so nicht geben. Ich muss ihm die Vorladung übergeben und nicht zuwerfen. Ja, okay. Nicht, dass er gleich wieder abhaut. Ich bin's wieder. Kommen Sie bitte runter. Warum? Das ist... Wir haben einige wichtige Informationen für Sie, die wir nicht so besprechen können. Sie sind privat. Ja. Dann schicken Sie es mir per Post zu. Ich entschuldige. Ja, okay. Weichei. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Okay. Vielleicht brauchen wir doch nochmal was anderes. Aber was denn? Ah! Okay. Einfach mal auf das Auto klicken. Was brauchen wir? Jetzt sind die beiden aber da draußen. Oh oh. Das kann schon mal nichts Gutes bedeuten. Aber das ist auf alle Fälle schon mal dann doch was richtig Weg gewesen. Vielleicht können wir ja jetzt in den Friseursalon gehen. Ich weiß es nicht. Na. So. Schön brav, wie nette Bürger über die Straße gehen. Ich frage mich jetzt gerade, ob das so eine gute Idee ist. Warte mal, ich laufe erstmal hier oben entlang. Ich meine, gut, sterben können wir ja nicht. Es gibt zwar Adventure, wo solche Sachen möglich sind, aber ich glaube, das gehört nicht dazu. Aber die unterhalten sich da drüben so nett. Das möchte ich gerne mal hören, was die denn da so zu sagen haben. Vielleicht können wir ja mit dem Diktiergerät irgendwas aufnehmen, so von wegen, komm runter, du böser Kerl. Na? Irgendwie... Sieh an, wen haben wir denn da? Man sagt, die Ratten kehren immer zum sinkenden Schiff zurück. Willst du mir meinen Hut zurückgeben? Nein. Ich hab ihn der Matches. Okay, das hat's ja irgendwie nicht so sonderlichst gebracht. Dieses Mal ist er schlauer, okay. Komm da runter, du Mistkerl. Sofort! Das ist ein Befehl! Ja, also, haha! Das, da hatte ich doch wieder mal einen guten Riecher gehabt. Was glaubst du, was du da oben tust, du dürrer Wicht? Komm sofort hier runter! Und jetzt? So einfach kommst du nicht davon. Niemand legt Kittennen rein und überlebt lang genug, um davon zu erzählen. Du bist... Einstein! Hilfe! Oh, wow, das war jetzt aber richtig laut. Ne? Naja, gut. Hau ab. In Ruhe, du bekloppter Köter. Wir sind beschäftigt. Los, verschwinde. Ja, nach Hunden zu schlagen, die bellen, ist immer eine sehr gute. Wo ist er hin? Du hast ihn entwischen lassen, Idiot. Die arme Sau kriegt es halt immer ab. Aber so ist das eben, wenn man Handlanger ist. So, sehr schön. Okay, dann war ja das doch schon mal... halbwegs der richtige Plan, Klingelstreich oder Klingeln, das Diktiergerät unten abspielen, anstelle unten einfach nur stumm zu warten. Sehr schön. Ach, jetzt dürfen wir wieder zurücklatschen. Yippie! Normalerweise fährt Marty McFly immer mit einem Skateboard. Leider haben wir keins dabei. So, am Gefängnis dort oben vorbei. So, sehr schön. Da wäre so eine Map-Funktion nicht schlecht. Naja, solange es kurze Laufwege sind, ist das doch alles supi. So. Hi, Doc. Hi, junger Doc. Sehr schön, die folgen uns auch immer auf Schritt und Tritt. So, jetzt satt. Wirst du dein blaues Wunder erleben. Was nun?
Was nun ist eigentlich relativ einfach. Du kommst jetzt einfach runter, damit wir dir die Vorladung geben können. Okay. Was glaubst du, was du da tust, du erbärmlicher Jammerlappen? Komm sofort da runter! Es ist Kit. Sofort, Boss! Sehr schön. Wo ist Kit? Der ist, wieder gegangen. So, aber ich beeile mich mal lieber. So, Vorladung und hier, mein Freund. Arthur McFly? Ja? Ich hab hier etwas. Danke. Eine Vorladung. Ich fordere Sie auf, sich bei Gericht zu melden und Beweise vorzubringen zur Untersuchung. Kittenen? Nehmen Sie die zurück. Sie werden die nicht mehr los, Mr. McFly. Sobald Sie eine Vorladung erhalten haben, ist es Ihre Pflicht, sich dem Gericht mitzuteilen. Tun Sie das nicht, droht der Haftbefehl. Haft? Aber Kit wird mich töten. Dummer, dummer Artie. Heiliger Bimbam, was soll ich tun? Ich schlage vor, Sie nehmen den Schutz des Gerichts in Anspruch. Oh Gott, oh Gott. Schutz des Gerichtes. Ja, sehr schlau. Oh je. Ich hasse das. Aber ich muss das nicht mehr lange tun. Yeah. Nein? Wenn wir erst den 95%igen Alkohol und den Raketenbohrer haben, steht meiner Zukunft nichts mehr im Weg. Und ich muss diese schäbige Arbeit nicht mehr machen. Oh, richtig. Ja. Okay, dann haben wir schon mal das erste Teil gelöst. Jetzt brauchen wir einen Treffpunkt für den Finger vom Fuselverband. Wir kommen schon irgendwie an den Fusel. Ich denke weiter nach. Ja, denk du mal weiter nach. Den Fusel hat ja eigentlich Edna schon. So. Hallo, liebe Edna. Hey, Miss Strickland. Oh, hallo, Mr. Corleone. Ich habe wenig Zeit, fürchte ich. Das Treffen des Finger vom Fuselverbands beginnt gleich. Obwohl sie noch nicht weiß, wo der ist? Ich muss... Sie haben mich darum gebeten, Ihnen zu sagen, welche Einrichtungen Suppe brauchen. Der muss von meinem Suppenfahrdienst besucht werden. Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Nein, mehr Suppe können Sie erstmal nicht gebrauchen. Okay. Sie haben mich darum gebeten... Ja. Der muss von meinem... Ja genau, die Kinderfarm, weil Kinder müssen hier schön wachsen, ne? Die Ranch der ungewollten Kinder. Nein, sie haben ihre Ration diesen Monat schon bekommen. Sie haben mich darum gebeten. Wer muss von meinem... Ich glaube, so blind zu raten macht keinen Sinn, aber bevor ich jetzt die dort oben anklicke, möchte ich die anderen Sachen alle hören. Das Altersheim. Genau. Nein, sie sollten schon lange im Bett sein. Schon lange im Bett, um die Zeit. Okay. Sie haben mich darum gebeten. So, was haben wir denn noch? Die Anstalt. Die Anstalt für kluge Kinder. Das Irrenhaus. Oder so. Nein, zu viel Suppe macht sie nur nervös. Okay. Sie haben mich darum gebeten. Ja. Ich muss von meinem... Genau. Der Finger vom Fuselverband. Ja, normalerweise versorgen wir den Finger vom Fuselverband mit Erfrischungen. Ich befürchte aber, Sie können sich heute Abend nicht treffen, weil Sie keine Örtlichkeit haben. Okay. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Abgebrannten Bar hatten wir schon. Anwesen der Browns. Arthur McFlys Wohnung. Er ist ja eh gerade im Gericht. Ich kenne eine leerstehende Wohnung. Sie müssten aber einbrechen. Der Finger vom Fuselverband toleriert absolut keine Einbrüche. Schade. Okay, und ansonsten... Sie haben mich darum gebeten... Halt, nein, das war falsch. Vergessen Sie es. Ich wollte jetzt noch Browns Anwesen ausprobieren. Ich wüsste ja sonst nicht, wie wir an irgendwas anderes rangehen könnten. Außer wir müssten von der Suppenküche anrufen. Oh, wo denn? Im Park, auf dem Polizeirevier. Was steht denn eigentlich im Park im Wege? Sie können sich im Park treffen. Nein, das wäre nicht so gut. Da schlafen viele der Mitglieder. Supi, das ist dann natürlich nicht so toll. Ich kenne aber wobei. Einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Dann hat man es nicht so weit zum Laufen. Nach Hause. Auf dem Polizeirevier. Warum denn nicht?
Sie könnten sich im Gefängnis treffen. Ich denke, die hätten bestimmt eine freie Zelle. Nein, einige der Fuselfreien verbinden schlechte Erfahrungen mit dem Gefängnis. Ja, ehemaliger Alkoholiker. Ich kenne einen Ort, wo sich der FVFV treffen kann. Oh, wo denn? Abgebrannten Bar auf den Ding. Atomic Fly. Gut, dann probieren wir das noch aus. Das Brown-Anwesen. Sie meinen das Haus von Richter Brown? Ja, ich bin zufällig mit seinem Sohn befreundet. Und er hat mir erzählt, der Richter würde liebend gerne sein Anwesen zur Verfügung stellen für gute Sachen. Wirklich? Das ist die großzügigste und wohltätigste Geste seit Ewigkeiten. Bitte sagen Sie Ihrem Freund Emmett, dass wir annehmen. Das Angebot hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Es müsste gleich los. Das wird Emmett bestimmt nicht gefallen.